Unser Körper hängt ja zusammen, alles ist ein System und muss im Ganzen funktionieren. Die Zahnräder müssen sozusagen ineinander greifen. Und deswegen gehört die Sportzahnmedizin für Athleten mit zu einem Gesamtkonzept. Den Sport mache ich, seit ich 6 bin. Da habe ich angefangen mit Leichtathletik. Dann habe ich mit 12 ungefähr angefangen, Diskus zu werfen. Und ja, seitdem, also jetzt quasi schon 18 Jahre, bin ich Diskuswerferin. Seit 4 Jahren fahre ich jetzt im Bob und war vorher eigentlich mein Leben lang Leichtathlet. Und bin dann irgendwann gewechselt, weil ich nochmal eine neue Herausforderung wollte und einfach nochmal was anderes ausprobieren wollte und dachte, dass ich das vielleicht auch gut kann. Erstmal mal den Bandesvolleyball, das hat mich meine Oma gezogen. Die hat mich immer mit zu ihren Spielen und Trainingseinheiten genommen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Ich bin Christine Pudenz, bin 30 Jahre alt aus Potsdam und bin Diskuswerferin hier. Ich bin Georg Fleischhauer und ich bin Bobathlet. Hi, ich bin Toni Stauz, Außenangreiferin beim SC Potsdam und deutsche Nationalspielerin. In der Saisonvorbereitung ist es natürlich besonders wichtig, verletzungsfrei zu bleiben und trotzdem sein Pensum abzuliefern, und das ist auch ziemlich hoch bei uns. Ich brauche einen freien Kopf, um mich auf die kommenden Ziele fokussieren zu können, und in der Saison kann ich mir auch keine Wehwehchen leisten, weil das internationale Niveau ist einfach viel zu hoch. Der ganze Körper ist wichtig, der Körper ist quasi mein Kapital, und deswegen ist es enorm wichtig, dass darauf auch Wert gelegt wird. Die Athleten kämpfen ja um jeden Bruchteil einer Sekunde, sie kämpfen um jeden Zentimeter, und da sollte man eben auch einen Blick auf die Mundgesundheit werfen, und da kommt die Sportzahnmedizin ins Spiel. Es werden dabei Aspekte der Zahnmedizin, der Sportmedizin und der Verletzungsprävention zusammengefügt. Und somit sorgen wir auch dafür in einem interdisziplinären Ansatz, dass der Sportler seine Sportart maximal genießen kann und erfolgreich sein wird. Ja, also ich muss sagen, ich wusste vorher auch nicht so richtig, dass es so wichtig ist, aber seit letztem Jahr habe ich mich da mehr mit beschäftigt, und durch Frau Dr. Yvette Zabadi ist mir das näher gekommen, das Thema, und ihr Behandlungskonzept passt einfach super zu dem, was ich brauche. Mit dem Bereich Sportzahnmedizin bin ich jetzt hier neu beim SC Potsdam in Berührung gekommen. Ich habe Yvette kennengelernt, auch schon letztes Jahr bei Heimspielen oder durch Mitspielerinnen, und ja, bin so darauf gestoßen. Dr. Yvette Zabadi betreut uns, unsere Bobmannschaft hier am SC Potsdam jetzt seit diesem Jahr, und trägt Sorge dafür, dass eben keine Probleme gibt mit den Zehen, die eben auch oft Ursache sind für Probleme, für Verletzungen und Zweifel. Ich finde es einfach super, dass Yvette und der SC Potsdam zusammenarbeiten und wir als Spielerinnen uns einfach immer melden können, kurzfristig Termine bekommen. Ich trainiere jetzt seit 1,5 Jahren hier in Potsdam, und auch die Trainingsanlagen, vor allen Dingen hier, das ist alles nah beieinander, und das passt für mich perfekt. Für die optimale Betreuung der Athleten bin ich im engen Austausch mit dem Management, mit dem Trainerstab, ganz besonders mit dem Physiotherapeuten, mit anderen Fachärzten, zum Beispiel Orthopäden, Ernährungsmedizinern, und natürlich mit dem Athleten selbst. Der Zahnarzt gehört genauso dazu wie der Physiotherapeut, und das sollte man auf jeden Fall gleich abdecken und genauso behandeln wie alles andere. Ich gehe regelmäßig zum Physio, dann sollte ich auch regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Wir machen regelmäßig einen Preseason-Check-up, sodass ich weiß, dass alles in Ordnung ist, dass ich keine Sorgen haben muss, dass irgendwelche Wehwehchen, irgendwelche Entzündungen in meinen Zähnen schlummern, die sich dann auf den ganzen Körper auswirken. Und so kann ich unbeschwert in die Saisonvorbereitung starten. Neben dem Training ist auch die Regeneration für uns super wichtig als Leistungssportler, und da kann auch die Sportzahnmedizin einen großen Teil zu leisten. Ich als Sportzahnärztin bin Teil des Teams, bin Teil der Medical Crew rund um den Athleten. Wir begleiten die Athleten während der Saisonvorbereitung, über die gesamte Wettkampfphase und auch ganz wichtig während der Regeneration.
Zum Beispiel gibt es da Nachtschienen, dass man einfach die Muskeln entspannen kann, die Kiefermuskeln. Und das ist gerade in Zeiten von hoher Anspannung besonders wichtig. Wie ich auch vor kurzem selber erst gelernt habe, ist der Biss unheimlich wichtig, auch für den ganzen Körper. Und wenn der Biss nicht optimal ist, dann kann auch die Kraft über den ganzen Körper nicht optimal übertragen werden. Und die Performance-Schiene sorgt eben dafür, dass der Biss optimiert ist und dass ich gleich ein bisschen mehr Vorspannung im ganzen Körper habe. Ein spannender Bereich der Sportzahnmedizin ist das Thema Performance-Schienen. Hier setzt man an, um nochmal das letzte Quäntchen herauszuholen, denn der Biss hat einen großen Einfluss auf den gesamten Körper. Wir können über den Biss die Muskelspannung stimulieren und wenn wir den Biss idealisieren, können wir den gesamten Bewegungsapparat und die Körperstatik beeinflussen und auch die Verletzungsgefahr minimieren. Ich nutze die Performance-Schiene im Wettkampf und auch im Training. Beim Krafttraining, beim Sprinten, einfach um den Biss zu optimieren. Und außerdem habe ich auch noch eine andere Schiene, die ich nachts trage und auch im Alltag. Ja, in Deutschland hat die Sportzahnmedizin tatsächlich noch einen kleinen Dornröschenschlaf. Es wäre schön, wenn sich das weiter etablieren würde, so wie es zum Beispiel in US-Amerika ist oder auch in Japan, dass die Sportzahnmedizin wirklich Teil der professionellen Sportlerbetreuung wird. Denn wir können da einen sehr, sehr guten Beitrag leisten. Auf jeden Fall gehört die Sportzahnmedizin international, sage ich mal, zum guten Ton. Das ist völlig normal, dass Vereine sich da so aufstellen, dass auch der Bereich abgedeckt wird. Und ich hoffe, dass es in Deutschland auch mehr zum Standard wird. Also in Altenberg im Kreisel, da hat man irgendwie teilweise bis zu 9G an Druck, die einen auf einem Körper drücken von oben. Und da knallt das halt schon richtig. Ja, also gegen schöne Zähne beim Siegerlächeln habe ich irgendwie auch nichts einzuwenden. Von daher ist das eine super Kombination aus beidem. Schöne Zähne zum Lächeln und auch gesunde Zähne für die Saisonvorbereitung und ja, für die bestmögliche Performance im Wettkampf. Was gibt's Besseres? Ich bin seit 16 Jahren Zahnärztin und betreue schon ganz lange Sportler und Athleten. Bin selber auch sehr sportbegeistert und deswegen liegt mir auch das Thema Sportzahnmedizin sehr am Herzen. Hallo, ich bin Dr. Yvette Zawadi, ich bin Zahnärztin und zertifizierte Sportzahnärztin.